Herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope Tower of Doom in Premium Etage 4. Ja, Versuch 2, erster Versuch euch zu sehen, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich habe die Sparks gelevelt, wie ich angekündigt habe. Ich hätte es beinahe vergessen. Aber egal. Das Gute ist halt einfach, dass wir es jetzt endlich, naja, ein bisschen mehr geschafft haben und auch besser jetzt inzwischen sind, ein bisschen jetzt. Denn der erste Versuch von Tower of Doom war der schrecklichste, nicht der erste, sondern die erste generell Premium 4 hat mich am Anfang komplett zerstört. Keine Ahnung, war einfach so. Deswegen bin ich schon sehr erfreut. Wohin geht's da? Oh Gott. Wie will ich das denn hier machen? Also da unten will ich gerne einen Pinguin beitreffen, wenn das geht. Rabbit Mario, du musst jetzt mal ein bisschen ganz kurz Abschiffer erhalten. Das ist etwa so. Perfekt. Dann machst du sowas hier. Perfekt. Und Bella, du schaust mal, ob du auch fliegen kannst und dann halt woanders fliegen kannst. Du, ich glaube, ich stelle dich so hin, dann kannst du nach geradeaus. Ja, ja. Oh, perfekt. Und da ich da schon die größere Klinge habe, kann ich natürlich auch mehr mitnehmen. Auf dem Weg. Perfekt. Ich nehme den Quetscher mal mit. Quetschninchen ist immer eine gute Wahl. Aber nein, bitte renne ich nach hinten. Okay, ist mal noch okay. Ja, und du, ja, es ist halt blöd. Schaffe ich es vielleicht irgendwie gerade zu treffen, dass beide getroffen werden? Ach komm, das kann jetzt nicht sein. Ja, nein. Schade. Oh nein. Oh Gott, ich sehe es gerade etwas. Aber einen Schlag kann er ja aushalten. Oh ja, stimmt. Ein Topfkumba hält ja richtig. Ist ja stärker gefühlt als normale Gegner. Stimmt, hab vergessen. Topfgegner sind gefühlt stärker als alles andere. Komm, zerstör das Fenster dein Auge. Oh, danke. Prinzessin Peach. Ich weiß zwar nicht, was ich machen will. Ich glaube, ich schieße einfach da runter und so straight up runter. Oh, ich kann alle fünf auf einmal treffen. Also Rebella, du kommst mit deinem ein Leben echt gut voran. Erstaunt. Weil wir können jetzt eigentlich besiegen. Eine Rebella kann einfach auf Rabbit Mario springen. Bla bla bla. Und halt mit der Sturmklinge oder generell mit seinem normalen Angriff die zwei restlichen Augen zerstören. Bisher noch kein einziger krepiert. Oh doch, Rabbit Luigi ist am Anfang krepiert. Stimmt. Aber es ist Rabbit Luigi. Voll ehrenlos von mir mit Rabbit Luigi, aber egal. Rabbit Mario, ich mach sofort mit dir. So. Perfekt. Ah, ich muss hier rüber oben ein. Na, da oben kann ich gleich. Peach, komm her. Bam, bam, bam. Oh, hier sind viele. Oh, hier sind viele Münzen. Ja, stimmt, Leute. Wir haben 600 Münzen. Ich weiß, das ist schon krass. Ja, ich habe mir halt noch nichts gekauft. Ist alles das Problem. Aber ich will mir auch noch nichts kaufen. Ich versuche jetzt mal was anderes, deswegen. Okay. Nächste Mission ist eine Kampfkarte. Oh mein Gott, es wird auf die Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, zwei Missionen. Und zwar einmal kriege ich den Schleimer-Spark und einmal einen Spritzer-Spark. Oder eine Kampf. Schalte auf die Kampfkarte, jetzt mal ganz ehrlich. Was wollen wir mit Kampfkarten? Die kann ich mir doch gleich in 10 holen. 500. Und noch sogar Highlights. Also, komm. Außerdem habe ich jetzt auch so viele Kampfkarten im Premium 3 und 2 auch nicht gebraucht, um den zu besiegen.
Gerade wenn es halt an spezielle sind, außer als Karmec, dann bin ich am Arsch. So, erreicht das Gebiet. Wer denn hier? Hier könnten wir hier rüberfliegen, bla bla bla, okay. Okay, eigentlich ist das ein Job für Luigi. Aber nur mal ganz kurz, ist hier irgendwo... Ach so, okay, dann ist es ja easy. Dann Luigi, komm mal her, ganz ehrlich. Dann darfst du auch mal heute wieder ein bisschen ran. Sparks, ja komm, wir machen den Spark einfach, ist ja nicht so schlimm. Luigi, was hast du denn hier? Hier Doppelsprung erstmal aktivieren. Mehr Reichweite, Landungsradius auf jeden Fall erhöhen, gerade für die Mission. Kritischer Treffer, Reichweite. Okay, das brauche ich jetzt eher nicht so dringend. Geistergeschoss. Doppelte Heldensicht. Obwohl, wo ist doppelte Heldensicht? Ach, da oben. Oh, auch noch 7 bei Rabbit Mario. Perfekt. Hier muss ich noch was machen. Hier. Stimmt. Und Rabbit Mario, ich wollte bei dir auch mal den Spark hier freischalten. Man kommt gar nicht mal so oft zu, dass man den Spark upgraden kommt oder soll. Das gebe ich ganz ehrlich auch zu. Aber egal. Es sind ja nur Goombas. Und Goombas sollte ich besiegen können. Also, wenn nicht, dann... Bin ich traurig. Aber es ist ja auch eigentlich eine einfache Mission, wenn ich mal ganz ehrlich zugeben soll. Weil ich gehe ja den anderen Weg. Ich gehe ja den Weg hier. Wenn ich drüber Glück habe, komme ich mit Luigi fast daran. Weil ich habe keine Sniper hier. Ich habe nur Wellenbrecher und halt Goombas. Aber Goombas sind halt... Es sind Goombas. Okay, warte mal, ich habe die Raserei, oder? Geil. Oh, richtig gut, dass ich den Spark doch gegeben habe, Luigi. Weil jetzt kann ich die umbringen. Jetzt schieße ich auf den Teil da hinten. Okay, der wird zwar jetzt getroffen da hinten, aber egal. Perfekt. Wir haben keine Sniper, wir haben nur Wellenbrecher und Goombas. Wir haben es gleich schon geschafft in der nächsten Runde. Mal einfach, wirklich. Also für Stufe 9 oder was das war, rotes Zeichen war einfach. So Luigi, was solltest du schaffen? Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Einfach, dann mache Luigi, einfach dein Gebiet wirklich. Deswegen darfst du halt auch Münzen sammeln. Wirklich, deswegen darfst du auch mal hier die Münzen sammeln. Oh, hier, oh, junge Luigi, wie viele Münzen. Oh mein Gott. Ah, Luigi, wir müssen doch mal die gleichen anderen Münzen lassen. Okay. 820 Münzen aufgerundet. Oha. Und noch 75 Münzen bekommen. Aquania habe ich bekommen. Oder Aquarana. Irgendwie sowas. Und ja. Okay, also wir kommen gerade echt gut voran. Heilungsspark. Okay, was ist die andere Mission? Rabbit Peach. Oh mein Gott, das ist fies. Rabbit Peach gegen Heilungspark. Ja, aber ich setze Heilungsmark leider über Rabbit Peach. Das ist leider wahr, weil ich kann mich auch heilen mit Heilungskarten, bla bla bla, kann ich ja sehr viele kaufen. Weil du musst wirklich die erste Runde musst du defensiv spielen. Defensiv, ich glaube, erste Runde wirklich ein bisschen so bis 5, 6. Lieber eine Runde mehr als weniger. Würde ich sagen. Oh, will ich vielleicht Luigi sogar mitlassen? Ich weiß es gar nicht mal. Stimmt, Rebelle hat auch 9. Oha.
mehr kritische Treffer. Ja, was hast du da noch, Rebella? Mörsereien. Okay, wir nehmen die Raserei, weil was ich da gelesen habe, ist mir schon wert genug. Was machen wir da? Wir haben ja zwei Rasereien, das ist natürlich geil. Also wirklich mega. Ha, Frostkeule wird nicht mal schwer sein, den zu besiegen. Ja, machen wir einfach mal. Ist ja egal. Ah, ich krieg sogar Damage da. Perfekt, dann. Du kriegst auf jeden Fall das Schutzschild, weil du hast es viel nötiger. Oh, das ist auch gut. Weil der wird immer weggespritzt. Jetzt fallen beide fast runter. Ja, hol mal Sniper, ist doch egal. Weil da hinten können die mich eh nicht angreifen. Okay, der ist tot. Ah, nee, noch nicht. Oh, schade. Aber ein Quetscher wird den vielleicht zerstören. Na, vielleicht. Nein, auch nicht. Ah, schade. Obwohl, doch mit Raserei. Nein, nein. Kriege ich ein paar Meter mehr hin dann so? Ich weiß es nicht, aber... Ja, ein paar Meter kriege ich hin noch. Okay. Oh, 500 Char, das ist so gut. Ah, okay. Versuch 2 gefällt mir schon so um Weiten besser. Ah, jetzt hat er einen Quetscher wieder erschaffen. Bleibt es jetzt mal dennoch bei 6 Gegnern? Bei 5? Wenn ja, dann wäre das eigentlich eine gute Idee. Ah nein, der hat unsere Waffen verboten. Das ist ein Schleimer, verdammt. Oh, das, oh. Ah, du hast dich selbst umgebracht. Nein, warum? Ja, es bleibt bei 5 Gegnern. Oh mein Gott, geil. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd jetzt. Na, Rabbit Mario, was mache ich jetzt mit dir? Oder generell mit euch, weil ihr nicht angreifen könnt. So, perfekt. Nein, selbst mit Quit schaffe ich es nicht. Okay, dann verziehen wir uns ein bisschen weiter weg. Ja, dann verziehen wir uns nach hier hin. Du machst die Sturmklinge, weil Rebella kann, obwohl, oh mein Gott, wenn er jetzt die Angriff hat, oh. Das wird jetzt interessant, fällt mir auf. Ah, okay, der kommt hoch, okay, perfekt. Oh, knapp. Okay, Sturmklinge hat geregelt. Noch 2 Gegner müssen wir besiegen. Noch 2 Gegner. Okay, es werden wahrscheinlich die 2 sein. Ja, dann kann ich so hinschießen. Hat er Schleimer? Nee, Schleim ist bestimmt uneffektiv, ja. Egal. War auch noch nicht tot, oha. Was? Na gut, wir können aber so machen hier. Ja, wir sollten es aber besiegen eigentlich. Eigentlich ist natürlich die Sache.
Ja, okay. Alles easy. Stimmt, ist das sogar Etage 9? Stimmt. Der hat mit 77 Leben überlebt, nur weil Peach nicht den Damage rausgehauen hat. Krass. Muss ich auch erstmal raufkommen. Okay, aber ich werde das sterben. Puh, egal. Zum Glück noch alles gut gegangen, weil ich die Barriere hatte. Aber ich glaube, schon ärgerlich gewesen. Okay, machen wir weiter. Ja, also ich finde, Rad ist echt gut. Sogar besser als Premium Tower 3. Obwohl 3, ja, 3 kann man vielleicht doch nicht toppen. Weil 3 war noch eine andere Liga irgendwie ein bisschen. Oh, einfach über 1000 Münzen. Wenn wir Glück haben. Ja, über 1000 Münzen. Oh, das sind 20 Kampfkarten. Wir werden uns niemals 20 Kampfkarten holen. Also, immer so ganz kurz gesagt, Leute. Aber dennoch, das sind viele. Ah, letzte Aufgabe, okay. 3 Prismen. 3 Sterntrank. Oder ein Spark. Und zwar ungesehen. Nur weil es ungesehen ist. Ungesehen ist so eine geile Spark-Fähigkeit. Habe ich lange auch nicht mehr gesehen. Und normalerweise hatten wir die fast immer in den ersten und zweiten Premium-Turm und ich glaube auch dritten hatten wir die fast die ganze Zeit. An den normalen klassischen Modus kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also da habe ich keine Ahnung, wie das war. Deswegen, ja. So, Heiler geht's hier hin und du gehst dahin. Ja, kämpfen, was ist hier los? Ah, hier, Bewegungsradius wollte ich bei ihr machen. Mehr Damage. Ja, ich finde halt alles nicht so geil, leider. Dann lass uns wirklich den Cooldown mal als erstes mal machen. Sonst sparen wir auch, weil sonst finde ich auch gerade nichts interessant. Ja, wo ist denn der erste Gegner? Ah, okay, da vorne da alle. Also können wir uns eigentlich so gesehen erstmal hier ein bisschen chillen. Aber wir chillen halt so, dass Rabbit Mario dennoch mal einen kleinen Schutzschild bekommt. Okay, weil die Gegner müssen wir eh erstmal zu uns. Na. Ach, die Gegner hinten bewegen sich gar nicht mal, okay. Wer hat den Heilungsspark? Ah, Rabbit. Ich habe ihn nicht rausgenommen. Oh Gott, ich habe ihn nicht eingenommen. Oh Gott. Blöd von mir. Oh, Spritzer oder... Oh, das ist blöd. Aber ich glaube, ich nehme eher Eiseffekt, weil Eis ist besser. Und es ist Sparkerfrischer jetzt. Geil. Ah, es war gar nicht mehr empfindlich gegen den. Oh. Na, toll. Machen wir so. Machen wir so, perfekt. Quetschnienchen.
Die Frage ist, wen der jetzt angreift. Ich glaube den vorderen, oder? Nein, den Sniper. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Lass uns Sniper beschwören. Okay, der kratzt ja nicht, Mann. Ja, jetzt darf uns halt kein Sniper angreifen. Und, aber ich glaube, dass genau das wird passieren. Der eine wird uns angreifen. Aber nur 400 Damage maximal. Ja, 400 Damage darf nur. Ah, 500, aber ist okay. Boah, das ist so gut. Ah, okay. Okay, den mache ich mit Dächer. Oh mein Gott. Ich kriege einfach mehr Bewegungsradius, wenn ich Dächer. Stimmt. Das ist ja das OP hier bei ihr. Ja, machen wir es so. Weil ich will die Gegner ja hier oben, hier vorne besiegen. Dann gehen wir hier hin. Mal ganz kurz, wir machen schon mal Teambarriere. Dann kann der Sniper uns eigentlich auch nichts mehr anhaben. Na, kann ich angreifen. Was ist denn nur eigentlich schlecht? Ah, gut, dann. Muss es so sein. Ha, vielleicht Gegenschlag machen, weil je nachdem macht er auch guten Damage. Jetzt muss ich halt mal schauen, was ist da hinten. Blöde Gegner, blöde. Dann machen wir auch Sturmklinge einfach. Weil je nachdem, wenn ein Gegner da hinkommt, ist ja egal. Oh mein Gott, das war gut. Okay, aber Pete wird vielleicht doch sterben. Außer der Sniper geht, der Sniper wird gesucht, oder? Nee, oh, danke. Ah, hinten kommen noch Gegner, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen blöd. Aber er hat einen Sniper, den werden erstmal den Sniper angreifen. Und jetzt, danach gehe ich wirklich nach hinten und versuche einfach den anzugreifen, ja? Ich zerstöre ihn einfach da hinten. Und dann ist auch schon Final Boss. Ah, der Sniper wird Peach, ja. Ah, war irgendwie klar. Minus 1. Na gut, dann besiegen wir einfach hier von allen. Dann war es das auch. Warte mal, war nicht Eis sogar effektiv gegen irgendeinen? Dann machen wir es mal so. Da. Perfekt, gewonnen. Ja, ich hatte blöd, dass ich den Wiederbelebungsmark nicht dabei hatte. War jetzt aber auch nicht so schlimm. So, jetzt bereiten wir uns auf den letzten Kampf vor mit, wie heißt das ja? Leben kaufen, Kampfkarten kaufen. Es war gar nicht mal so schlimm. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich so die ganze Zeit macht mit vielleicht erste Runde ruhiger spielen und dann halt am Ende wirklich vielleicht auch die Items benutzen, obwohl wir gar nicht mal so oft, wir sind schon zweimal gestorben und sowas, aber eigentlich voll gut. Ja, 1150 Münzen, 1000, okay. Aber kriegen wir noch welche? Nee. Alles gut. Ich bin gespannt, wer der Boss sein wird. Dann kaufen wir erstmal Karten. Nein, Kampfkarten sind nicht im Angebot. Krass. Also, ich weiß, das ist wirklich krass. Na gut, dann müssen wir uns halt ein bisschen Pilze kaufen. Ein Powerblock. Nochmal ein paar Pilze.
meinen entfernen negativen Effekte, weil es einfach mal notwendig ist. So. Und zwar geht's weiter mit bissige Riesenoberlehrer. Okay, ganz neuer Oberboss. Was war nochmal Riesenoberlehrer? Also, ich weiß, was ein Oberlehrer ist, aber was kann er nochmal? Oh nein, das Battlefield ist so... Oh nein, das ist sogar noch kleines Battlefield. Okay, was kann er erstmal? Ganz kurz. Ja, natürlich immun. Er kann sich heilen. Das ist... mit einem Gegenschlag. Aber Bewegung ist dafür sehr gering. Und ja, okay. Kamek ist auch noch mit dabei. Nicht geil. Ganz und gar nicht geil. Oh, ist doch ungesehen, oder? Ja, ungesehen. Oh mein Gott, okay. Jetzt heißt es natürlich wieder, hey, ich darf Spark leveln. Ist halt das, was man machen muss. Und mein Plan wird, glaube ich, sein, erstmal die kleinen Gegner aufzuräumen. Und halt Teambarriere ab und zu machen. Weil Teambarriere könnten sehr wichtig sein. Ja, ungesehen wird auch sehr wichtig sein. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das könnte uns auch ein bisschen den Arsch retten am Ende. Rabbit Mario braucht es halt nicht, weil er sich halt bewegen kann. Rebella kann, braucht es halt auch gar nicht mehr, weil die sich halt einfach auch krass bewegen kann inzwischen. Machen wir mal hier. Nochmal ein bisschen mehr, weniger Damage bekommen. Also die liegen gut in der Zeit auch noch. Das finde ich mal schön. Frostbeule. Ja, Frostbeule sollte ich dann noch upgraden. Einfach wegen die kleinen Vieh. Ja, wir haben kaum mehr Sternteile, aber so ist es halt, wenn man die wirklich aktiv ausnutzt hier auch im Game. Wir haben auch einen Quetschmeister aktivieren, der ist auch noch sehr gut. Und nochmal 50% mehr Damage. Oder? Wie viel? Ne, 150, also 160. Nehme ich gerne mit, so. Also. Alles gut. So, ja, was ist die Frage? Ich glaube, ich gehe einfach auf Leben. Bei allen einfach auf einmal auf Leben. Ganz kurz, wer hat den Wiederbelebungspark? Rabbit Mario, okay. Weil ich habe schon zwei Versuche gemacht und die ersten zwei Versuche waren zwei Züge und ich habe es nicht geschafft. Deswegen versuche ich jetzt was anderes aus. Und zwar eine Karte, die uns alle heilt. Das war jetzt eigentlich random. Auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, wie ich agieren soll. Gebe ich mal ganz ehrlich zu. Ich weiß es nicht ganz so. Deshalb probieren wir jetzt was ganz Neues aus. Was ganz, ganz Neues. Und zwar halt wirklich schon mal Angriff gehen. Wir versuchen eine ganz neue Taktik. Was uns vielleicht sogar vielleicht in den Arsch rettet, je nachdem. Wir machen auch schon mal Teambarriere. Wir machen halt sowas schon. Wir müssen einfach mal schauen. Okay, weil sich selber treffen. War aber gar nicht mehr so schlimm. So, das ist jetzt eigentlich egal, weil der Flächenschaden kommt dann bis dahin. Sniper will halt Rabbit Mario treffen. Oder sowas. Ich muss einfach mal schauen. Der null Leben entziehen halt. So, Quetschdienchen wird halt sofort sterben. Das ist das Problem. Na, jetzt ist er, Leute. Ja, ich habe keine Ahnung, wohin ich fliege. Das ist gerade echt das Problem.
Ja, ich kann ja, ich kann ja ungesehen machen im Notfall. Ah, es läuft nicht ganz so gut wieder. Aber es läuft besser. Es ist halt wieder die Frage. Ungesehen ist erst in zwei Zügen wieder da. Das hat natürlich, also nicht in zwei Zügen, sondern... Ja, das muss ich eigentlich so machen dann. Das ist halt so die Frage, was ich jetzt hier machen will. Sturmklinge auf jeden Fall. Muss ja eigentlich. Aber jetzt halt. Ah, jetzt hat er doppelte Angriffskraft, das ist natürlich ganz blöd. Okay. Einmal schon weniger. Nein, du gehst auf Rebella, du wirst sterben, oder? Null Damage. Wie? Wegen der Teambarriere. Oh mein Gott, Peach, du bist einfach... Der Hammer. Habe ich gar nicht mehr ran gedacht. Ich will mich selbst in die Luft schießen, selber ein bisschen. Muss ich halt machen, tut mir leid. Und dann kann ich aber auch schon mal auf den da hinten. Nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ha. Tut mir leid, Peach, es tut mir leid. Wollt ihr mehr? Marabella, du musst dich eigentlich jetzt heilen. Ja, mit Heul. Nächste Runde komplett mit Angriff auf den Oberlehrer, sofort. Oh mein Gott, 8 nach 53 Leben, krass. Angriffskarte und plus. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt Massaker. Hohoho, das wird krank. Turboladung 60% und jetzt brauche ich eine Glückskarte. Glückskarte mit wirklich, keine Ahnung, viel Angriffskraft. 50%. Ah, es ist nicht geil, aber egal. Tausend Schaden ist okay. Entspann dich. Oh, das habe ich nicht gekommen sehen. Minus 3, okay, das ist blöd.
Es ist noch okay, es ist noch okay gewesen jetzt so. Na, 400. Okay, das war jetzt nicht so der geile Damage leider. War echt nicht der geile Damage. Okay, nächste Gegner. Aber nicht schlimm. Kriegen wir schon hin. Ja, weil wir auch beide angreifen können. Okay. Die nächste Glückskarte wird gezogen. 150%. Oh. Ja, das jetzt, sowas muss man halt erstmal hinbekommen, Leute. Das ist auch geil. Ich mache euch erstmal ungesehen, damit ich einfach noch ein paar Züge Zeit habe, so. Oh mein Gott. Rebella! Richtig guten Schaden gemacht. Und zwar wird jetzt die Schutzbarriere ausgebannt. Jetzt! Und nochmal Karte. Und nochmal reinballern. Prozent. Na, wie geht's dir? Gut. Kriegst du richtig auf die Fresse. Oh, 800. Ah, schade, kein Crit. So, Rebella, also ich weiß, dass du dich ganz gerne, wie heißt das? Du machst viel Damage, Rebella, das weiß ich. Und naja, damit ist echt gut. Der ist sogar besser als Rabbit Mario? Das wäre natürlich krass. Ah, jetzt hat er sich aber wieder wiederbelebt, oder? Ein bisschen geheilt. Okay, die Karte hat komplett versagt. Oh, oh. Okay, das ist jetzt ganz echt blöd. Ja, wir machen nochmal zweimal Schutz. Nochmal Doppelschutz. Ist mir egal. Bitte nicht auf Rebella, nein. Peach ist zwar tot, aber Rebella nicht. Und mit Rebella kann ich wiederbeleben. Oh, danke. Ja, dann musst du halt einen Pilz fressen. Dann bist du halt jetzt diese Runde ein bisschen... Naja. Nutzlos. Aber nächste Runde haben wir es geschafft. Ja, wir machen ungesehen mit Rabbit, mit Peach. Okay, nächste Runde ist Town. Wir machen nochmal einen Quetscher einfach rausholen. Vielleicht geht er auf ihn. Wenn er sich nicht selber umbringt. Ne, ist er auf Rebella. Aber Rebella hat es noch überlebt. Egal, das wird jetzt egal sein, denn ich werde gewinnen. Nein! Mann! Wir können jetzt doch nicht gewinnen, weil die Karte versagt hat. Ganz geil. Obwohl, vielleicht, oder? Ja, okay, aber ich krieg niemals 800 Schaden mit Peach.
Na, nee, wäre auch nicht reingekommen. Peach wieder tot. Ach so, wegen der Druckwelle. Naja. Du wirst sterben. Und ich hab's geschafft. Oh Mann. Um ehrlich zu sein, ich bin sehr froh, dass ich nicht Rebella mit in den Radius genommen habe. Sonst wäre Rebella tot. Harter Kampf. Okay, mittelmäßiger Kampf, aber dennoch gut. Und wir haben die vierte Etage. Oh mein Gott. Ich hoffe, die 5 wird nicht so schlimm. Also Sparks Technik war mir gut. Auch Prismen, auch Sternteile, Münzen, richtig gut. Aber halt, naja, 9 K.O.s, naja. Und es geht in den 5. Bereich. Aber den machen wir im nächsten Part. Wenn ihr den sehen wollt, ihr wisst, abonnieren nicht vergessen, um das zu sehen. Liken, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir geben uns im nächsten Part in den weiteren Horror mit Premium Turm 5. Ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao, ciao.